Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte auf dem Markt. Heute geht's, fangen wir an mit diesen Holzfällen. Arbeiten sind schon gefällt worden. Das ist eine Woche. Jetzt werden wir hier ein bisschen noch ein paar fällen. Weil wir brauchen ein bisschen was von der Säge weg. Ob wir das mal sehen können, länger so. Nö. Schade. Hauptsache wir haben eine richtige Länge angestellt. Guck, da ist ein zu hoch abgelegt. Da war das. Ja, ein Felge. Regen, das kann man erkennen, aber die Länge nicht. Gut, da haben wir Glück. Ich glaube, 8 Meter oder so. Oder ein bisschen länger. Ist für den Segel wirklich ganz egal. Ganz egal normalerweise. Hauptsache, dass die Länge ein bisschen Holz da. Aber für den Transport ist das besser, man hat ein bisschen länger. Anhänger ausgelastet. Aktuell wird noch gedüngt auf Feldnummer 36. Solange das läuft, dass die Geschwindigkeit so gut ist. Sobald da die Meldung kommt, ist fertig. Jetzt können wir sofort auf 30 gehen. Und so die Nacht in der Schule. Das ist ein bisschen besser, als wenn wir jetzt hier noch einen Tag spielen würden. Im Dunkeln. Im Dunkeln ist doch nicht dunkel, aber das ist noch nicht. Persönlich mag es auch nicht, also geht euch dann voran. Mit Schlafen hatte ich Probleme gehabt. Ich hatte viele Probleme. Ich muss mal früh. Da wäre so ein Angestellter nicht schlecht, ne? Und der normalerweise, wenn der einen hat für 69 Kühen, sagen wir so. Normalerweise einen kräftig und füttert und so, ne? Und sich darum kümmern, dass Tiere gesund sind. Wenn man als krank ist, den Tierarzt suchen, Behandlung durchführen lassen, etc. Zur Not. Notflaschen oder das Vergleichen. Je nachdem. Nichts ist für die Ewigkeit. Bleibt mal so, auch von den Tieren. Steckt ja nicht drin bei den Tieren. Wenn er Schicksal zuschlägt bei den Tieren, ist das auch so, ne? Also, auch mal ein Ende im Weg zu sehen. Nicht schön, aber gut. Was willst du machen? Das Ding. Bäume, die wir selbst anpflanzen in einer Größe. Die Bäume, die von denen, die wachsen ja nicht mehr. Eigentlich logisch normalerweise, sollte auch nicht so sein. Wollen wir die Faxen, stellen wir mal ab, ne?
Ich habe viele Bäume gesehen, die an der Autobahn im Prinzip, wenn du die Wälder gesehen hast, waren viele bei den Packen waren. Nicht schön. Ich glaube, die kommen hinterher mit dem Porten. Aber es ist auch meistens auch Zeitverschulden, Anführungszeichen. Schnell wachsen Bäume, Monokultur, das ist einer der Hauptgründe, warum überhaupt diesen Schaden auftreten kann. Aber es wird immer einen Weg gefunden, sich anzupassen. Und den Seeweg nicht mehr anfließen, auch reicht. Aber das ist nicht so eilig. Das ist wirklich sind die Felder. Dass die Felder entsprechend auf einem Wolf bleiben. Das ist kein Mensch. Ein bisschen hinterher, aber falls ich die Zeit nicht vergessen wollte, das ist zwar eine lange Folge, aber keine unendliche Folge. Schauen wir mal. Wollen wir schaffen. Unser Hungerfahrer, wie sieht da aus? Der ist auch in den letzten Zügen, aber der muss wie gesagt erwarten. Und wir haben nur hellblau. Also mittelblau. Also von Düngerstufe her kann noch eine mehr. Und dann muss man schauen, dass unser LKW und unser letzten Ballen. Und hier ist Wasser. Hier könnte man gut expandieren, ne? Aber mit dem Daumen und Zeigefinger. Also ein bisschen arbeiten. So, noch ein Baum, noch ein Baum. Dann schauen wir mal gleich in den LKW, ob der angekommen ist. Im Wald ein bisschen Ressourcen fressen, sagen wir mal. Wir gehen mal so an rechts FPS. Diesel. Beziehungsweise Topfen und Eisenfleisch. Sollte eigentlich ein LKW reichen, dann fahren wir gleich hin zum Sägewerk. Unserem Sägewerk für Paletten und Bretter. Dann können wir sehen, ob wir morgen eine Spur verkauft kriegen, ob wir ein Geld kriegen. Stapeln, stapeln. Da müssen wir schauen, wo unser Hänger ist für Holz. Mal schauen, müsste eigentlich hier sein. Wenn er nicht hier ist, oder woanders. Das ist so lange her. Schlecht für den LKW. So.
Richtig. Fertig. Geht auch schön bald, ne? Aber da kann man es austoben. Den Wald hatte ich mit 17 angefangen. Den wollte ich erfüllen. So wie er ist. Schauen wir ganz kurz. Und Saft. Und Kraut 0 gedüngt. Wie gesagt, 66%. So, das wäre fertig. Jetzt gehen wir kurz unseren LKW haben wir da. Hat jemand gewusst? Naja, gut. Er kam auch nicht an. Aber wir können jetzt auf die Schwierigkeit hochgehen, auf 30, wie gesagt. Weil wir kommen mit dem Sägewechsel runter hinterher im Haus und so. Bretterproduktion und Toilettenproduktion. So. So, Start, Outlook, Wood. Wird Englisch immer hier. So. Rille 1 heißt bis vorne sein. Okay. Oh, Dach beschädigt. Gut, dann macht er noch nichts. Stop. Ich werde es abladen. 6 Meter muss die Wahl. Spannend oder anbringen. Seite gewechselt links. So. Mit O. Mit O kann man irgendwie links und rechts wechseln, was aufladen. Das ist ganz gefährlich wegen der hohen Mautpumpen. Müsste ich eigentlich unseren anderen Öffner herfahren lassen. Aber diese Fräse ist aber auch so aggressiv. In Anführungszeichen, weil da sind auch Bäume weg und das ist ja nicht unser großer Dunkel. Hat man nicht mal dunkel. Hat er noch mehr Licht? Bisschen schon, aber nicht viel. Hinten sehen wir nichts, das ist das Problem. Müssen wir uns mal ich weiß, ich bin durcheinander aus, aber durch das Fahren fallen eben Maschinen. Was ich machen könnte, mal stehen bleiben, abladen und wieder aufladen. Aber ich habe keine. Wir müssen nur halbwegs durch den Wald durchkommen, gut, dass wir nicht irgendwo stecken bleiben. Was ich machen werde, ist hier den Rest hier wegfräsen. Das scheint gut gefüllt zu sein. Da liegt nur einer oder zwei. Mehr wie einer und zwei, drei. Nehmen wir noch mit. Und wir nehmen es auch egal. So, Spanngurte rauf. Innenansicht. Und Sägewerk. Irgendwo ist ein Sägewerk. Dazu müssten wir. Ach, die Straße haben wir erreicht, das müssen wir auskennen. Ja, irgendwo hängt er sich fest. Ist da ein Schild? Naja.
Nichts für unsere großen Fahrzeuge. Uhrzeit 10:30 am Spiel. Ein bisschen müssen wir noch aushalten. Ganz kurz. Fahren wir nicht so schnell. Vielleicht eine Erfahrung gemacht mit umkippen. Das ist eine schöne Anzeige mit Temperatur und mit Drehzahlmesser, Geschwindigkeit. Schön gemacht. Dass so alles funktioniert, wenn man sowas macht. Keine Ahnung. Hier ist die BGA. Das wird wohl nicht funktionieren. Mit dem Holz. Hauptsache, wir finden unseren Sägewerk hin. Eigentlich hat das gutes Licht. Das hat gut Licht gemacht. So, Feld Nummer 27. Bisschen. Von KI, alpha-mäßig. Wie schwer tut. Und. Was tut sich anders eigentlich? Naja, wertlos kann man nicht sagen, aber halt. Schwer zu bearbeiten. Und da wir Land opfern mussten für. Oder. Ja, mussten ist gut, aber. Wollten für die Produktion, damit schon. Da bietet sich gerade an, ne? Gebiete nimmt oder Bereiche nimmt, die an sich schwer zu bearbeiten sind. Also, da sind wir. So, mal schauen, ob wir Holz da hatten. Das heißt, jetzt kurz mal ins Menü gehen. Man kann es direkt hier vor Ort einsehen. Da wo die eigentlich immer die Preistafeln sind, also die Anzeigen. So. Hackstürzel haben wir drin und Retterpalette. Leerpalette. 31.000. So, das kann man unten sehen. Man kann es auch über streng G. Und da kann man erkennen, Sägewerk. Und da kann man sehen, aha, Status. Ja. Oder Futterbestellung. Ist aktuell nicht in Betrieb, weil leer ist. Jetzt machen wir Holz zu und dann können wir den 61.000. Wir können auch theoretisch Kreditzinsen. Betriebskosten, Einnahme, Gebäude. Ach, das ist unser. Die Solardinger. So. Sägewerk. Unbedingt nicht. Leerpaletten. Produkte, Leerpalette anklicken. Maximum. Gegen 12. Und erzeugen. Zurück. Und schon haben wir hier Leerpaletten stehen. Die stehen bereit im Sägewerk. Sobald die, und dann kann man sie sofort, wenn sie da sind, entsprechend rausholen. So, keine Linie, ne, oder? Leicht verkantet. Aber das macht ja auch nichts. Ist ja nur optisch gesehen. Wenn es ein Mensch rausstellen würde, würden die auch nicht genau in einer Reihe liegen. So, mal gucken mal. Mal kurz mal L entladen und dann. Hier muss ich ja zu Hilfe nehmen. Y. Und er lädt schon ab.
die natürlich reinfallen, sind ein Trigger drinnen und die draußen nicht. Sehe ich aber nicht so eng. Kippe ich nicht ein bisschen nach. Ich hätte ein bisschen mehr nach links fahren können. Dann wäre das auch nicht so tragisch. Dann werden wir schieben sie ein bisschen rein, wenn es klappt, ist gut. Ansonsten werden wir die kurz aufladen, aber die rollen doch schon so rein. Wenn wir schon eine Produktion hätten für irgendwelche Produkte, egal was, dann hätten wir die Paletten schon nehmen können zum Verkaufen von irgendwelchen Waren. So, jetzt fahren wir mal zurück. Ja, gut. Wie gesagt, hier ist kein Kurs eingezeichnet. Also wir laufen, da hier eine Wiese war im Prinzip, muss man im Prinzip den alten Kurs von der Wiese löschen. Naja gut. Zaun. Problem wird nicht existieren, wenn ich den Kurs hier einfahren würde und das entsprechend so beachten würde, dass ein LKW gewisse Wenderadius hat. Oh, jetzt habe ich rausgegangen raus. Das heißt, jetzt die Lenkung wieder im Arsch. Aber die Folge ist eh zu Ende. Den checken wir noch zum Sägewerk. Und tschüss. Dann sage ich hier mal auch mal tschüss auf den Gewinkel. Ciao, ciao. Ja, guck um die Kurve rum. Ja, bevor ich ach so. Vielen Dank fürs Reinschauen. Immer fleißig kommentieren. Wer möchte, kann auch gerne abonnieren. Kann hier machen, wie er möchte. Ja, ne? Sagen wir ciao und winkel winkel. Bis morgen. Vielleicht bis morgen. Tschüss. Also ich komme bestimmt.